Okay, heute arbeiten wir mal an deinem Konterschlag. Vito, verpass Pepe ein paar Schläge. Versuch, sein Riesenkind zu zertrümmern. Pepe, du weichst dem Schlag so aus, wie ich es dir gezeigt habe. Nutz den Schwung und schlag dann zurück. Also, dann legt mal los, Jungs. Also, versuchen wir es nochmal. Was? Bist du schon müde, Kleiner? Komm, teil noch ein paar Schläge aus. Gut, Pepe. Oh. Zieh dein Riesenkinn ein, verdammt! Ich kann einfach nicht. Es geht einfach nicht. Pepe, denk an deine Beinarbeit! Ich triff einfach nicht. Ich kann nicht kontern. Und ich kann auch nicht, mehr zuschlagen. Die Deckung ist richtig. Jeder Schlag, den man kassiert, kann der letzte sein. Da, ich halte ja die sonst wird er ja nicht ausweichen. So. Mal gucken, was jetzt passiert. Warte mal. Ich kann nichts machen. Warte mal. Ich kann nicht. Es funktioniert nicht. Ich kann nichts machen. Da. Und wenn ich nichts mache, kriege ich einen auf die Schnauze. Guckt euch das an. Da. Und wenn ich halte, kann ich nicht zuhauen. So, ich hau jetzt zu und es geht nicht. Ich kann nichts machen. Mit rechter Maustaste geht auch nicht. Und was soll ich dann loslassen? Ich weiß nicht. Der Kleine ist gut. Ja, ach so, jetzt habe ich verstanden. Wow, jetzt bin ich platt. Hey, ist das hier Sparring oder Kampftraining? Wir disponieren um, Champion. Der Junge hat Feuer im Blut. Und deshalb trainieren wir jetzt Konterschläge. Jetzt habe ich okay, verstanden. Vito, kriegst du das nochmal hin? Das kann dir im Ring eine Menge bringen. Die meisten Typen rechnen nicht damit. Nur unser Pepe, der rechnet mit allem. Ich muss dann loslassen. Der saß. Mist, das muss wehtun. Au, warte doch mal. Warte, lass mich doch meine Miete. Ach, nicht schlecht, Autsch. Kleiner. Zeig mir noch mal zwei davon. Okay, noch einen, Vito. Der saß. Na also, du lernst schnell, Kleiner. Okay, Jungs, für heute reicht's. Gute Arbeit. Okay, jetzt habe ich's verstanden. Wie gut kennst du Clementi eigentlich? Ich bin ihm nie begegnet. Ich hatte nur mit Henry Tomasino und Luca Gorino zu tun. Unglaublich, der Schwanzlutscher Gorino lebt also immer noch. Was hattet ihr für eine Abmachung? Wir erledigen ein paar Jobs für sie und werden in der Familie aufgenommen. Für 5 Riesen. Was? Sowas ist typisch für Alberto. Er kriegt den Hals einfach nicht voll. Warum? Ist das mehr als üblich? Ja, genau 5 Riesen mehr als üblich. Man muss nichts bezahlen, um aufgenommen zu werden. Man holt dich in die Familie, sobald du bewiesen hast, dass du loyal bist, was einbringst und dass du mit dieser Art Leben, naja, klarkommst. Jedenfalls sind das äußerst interessante Neuigkeiten. Wenn das rauskommt, werden Alberto und Luca einiges erklären müssen. Und wem? Vergiss es. Wir reden ein andermal darüber. Okay, dann lernen wir mal die anderen kennen. Hey, woher weiß der alte Galanti so viel übers Boxen? Man sieht's ihm nicht an, aber er war früher einmal Preisboxer. Gut, genau so. Ohne Witz? Hey, wie geht's? Ja. Ich heiße Vito. Der hat Faustkämpfe gemacht, Sam, freut mich. Ich bin froh, dass er diese Kämpfe organisiert. Gibt ja sonst nicht viel zu tun hier, weißt du? Mit den Wetten muss er ein kleines Vermögen zu boxen? Nein, tut mir leid. Dass er genau deswegen hier einsetzt. Ah, na, nicht jetzt. Okay. Gut, genau so. Winston bietet 2-1 gegen Pepe. Wenn Pepe kein Freund von mir wäre, würde ich die Wette annehmen. O'Neill ist ein verfluchter Psychopath. Das Los, nochmal 20. Hey, wie geht's? Ich bin Vito.
Weiß ich. Ich bin R. Freut mich. Gut, hast du Lust zu boxen? Klar, warum nicht? Weiter so. Okay, legen wir los. Okay, aber mach sachte. Ich bin kein Profi wie du oder Pepe. Okay, gut, genau fangen wir an. Machst du nicht weiter? Weiter so. Okay, legen wir los. Nochmal 20. Okay, fangen wir an. Gut, genau so. Weiter so. Los, nochmal 20. Gut, genau so. Weiter so. Los, nochmal 20. Gut, genau so. Los, nochmal 20. Gut, genau so. Machst du nicht weiter? Weiter so. Na, das reicht mir fürs Erste. Okay, wie du willst. Los, nochmal 20. Hey, wie geht's? Wie geht's, Vito? Ich heiße Sal. Warst nicht übel im Ring. Gut, danke. Genau so. Apropos, hast du Lust, ein bisschen zu boxen? Nein, nimm's mir nicht übel, aber ich lass mir nicht gern den Schädel einschlagen. Ja, recht. Weiter so. Der braucht mal eine Abreibung. Ja, danke. Au. Gute Arbeit im Ring, Kumpel. Wenn du so weitermachst, los, bist du bald noch bereit für einen echten Kampf. Komm, Al. Wie geht's? Ich bin Vito. Chris, was brauchst du? Und ihn hast du es gezeigt, dem Arsch. Sehr gut. Nächstes Mal tu uns den Gefallen und brich dem Wichser das Genick, okay? Dirli, Dirli. Ich kann mit euch quatschen, na komm, ich hau ab. Tschö. Passt auf, wo du hinläufst, Guaylo. Hättest du Augen statt Schlitze, hättest du mich vielleicht kommen sehen, Arschloch. Galanti. Hinterhältiger weißer Teufel. Mr. Wu, schön, Sie zu sehen. Hinterhältig? Ihr habt auf euren Mann gesetzt und verloren. So läuft das nun mal in diesem Land. Dann Wu bietet dir Rückkampf an. Ich denke, das lässt sich einrichten. Hast du Lust, Vito? Gegen den Chinesen? Gib ihm den Trittleiter und schick ihn vorbei. Da hörst du es, Wu. Ihr kriegt euren Kampf, wie gewünscht. Aber diesmal keine Chop-Sui-Mätzchen, verstanden? Pass auf, diese Schlitzaugen sind flink wie Wiesel. Es bringt nichts, gleich wuchtige Schläge anzusetzen. Den weichen sie aus. Okay, was soll ich dann machen? Viele schnelle Schläge, damit er müde wird. Dann vergisst er seine Deckung und du haust voll drauf. Ab jetzt, zeig denen, was du drauf hast. Hey, okay, stopp, Vito, einen Glückskeks, wenn er euren Mann zum Frühstück verputzt hat? Kann losgehen. Das ist nicht gut. Den Stil lege ich mir auch zu. Hätte fleißiger üben sollen. Na kommen. Sein Meister nicht wird zufrieden sein. Da kai. Oi, oi, oi. Oi, da ganz schön geschmeidig, der Hopser hier, du.
Holla, Herzchen. Komm, zack, zack. Und jetzt kriegst du noch einen schweren Schlag dabei. Komm auf. Verlieren gegen Weilo. Unehrenhaft. Ui. Damit habe ich jetzt nicht gerichtet. Ja, das war nicht gut. Moment. Ich muss mich mal ein bisschen erholen. Klar, Moment. Ja, hätte fleißiger üben sollen. Au. Gleich dir fliegen deine Knochen um die Ohren. Au, 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 au. Das war nicht so geplant. Ich muss hier noch mal ein bisschen... Sein Meister nicht wird zufrieden sein. Darkhai, Darkhai, Darkhai la! Oh! Oh, ich muss aufpassen. Seine Augen sind offen, aber er sieht nichts. Ich muss aufpassen. Sonst bin ich gleich weg vom Fenster. Oh, was soll denn das? Verlieren gegen Weilo, unehrenhaft. Das war's. Ich habe einen auf die Schnauze gekriegt. Getötet? Nee. Pass auf, diese Schlitzaugen sind flink wie Wiesel. Ja, Wiesel flink, das macht aber nichts. Schläge anzusetzen. Den weichen sie aus. Okay, was soll ich dann machen? Viele schnelle Schläge, damit er müde wird. Dann vergisst er seine Deckung und du haust voll drauf. Ab jetzt, zeig denen, was du drauf hast. Hey, kriegt Vito einen Glückskeks, wenn er euren Mann zum Frühstück verputzt hat? Okay. Dann versuchen wir immer mit schnellen Schlägen. Okay, was kann passieren? Zu. Da habe ich nicht aufgepasst. Das ist er! Komm denn, das ist er! Just so, Tita, komm, Tita! Just so, da, 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 da! Ja, hätte fleißiger üben sollen! Oh, das war gut. Hey, da, ist so, schnell da! Da, das ist so, ja, schnell! Ja, gut. Na komm! Hey, hey, ich bin so, dass er dann nicht tanzt, er ist so, dass er dann nicht tanzt. Ach, scheiße, da hatte die Deckung runter gehabt und da hätte ich einen Deckel. Sein Meister nicht wird zufrieden sein. Darkhai, Darkhai, Darkhai la! Na komm! Oh, was soll denn das? Verlieren gegen Weilo, unehrenhaft! Ui, der war nicht gut. Gleich dir fliegen deine Knochen um die Ohren. Das sind so Sprüche, ey. Nicht aufgepasst. Das ist er! Komm denn, das ist er! Just so, Tita! Komm, Tita! Just so, da! Ja, nicht aufgepasst. Ja! Oh.
Ja, hätte fleißiger üben sollen. Oh! Haha, seine runden Augen sind offen, aber er sieht nichts. Ja. Bleib ich nicht wieder kaputt? Jawohl, und wieder gestorben. Das macht aber rein gar nichts. Wieso getötet? Die töten Pass mich auf, doch nicht. Diese Schlitzaugen sind flink ist ganz schön, das ist das ganz schön. Nichts, gleich wuchtige Schläge anzusetzen. Okay, wir versuchen nochmal dritte Runde. Bing, bing, bing. Okay, los, was soll ich dann machen? Viele schnelle Schläge, damit er müde wird. Dann vergisst er seine Deckung und du haust voll drauf. Ab jetzt, zeig denen, was du drauf hast. Darf mich also nicht erwischen lassen. Wie so ein Glückskeks, wenn er euren Mann zum Frühstück verputzt hat? Darf mich also nicht so von dem... Dann immer danach, tick, 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 tick. Und dann wieder Deckung. Tick, 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 tick. Kann man so sagen. Okay. Das geht mir zu schnell. Mann! Ah, den Stil lege ich mir auch zu. Ja, das war nicht gut. Scheiße, da muss ich ein bisschen aufpassen. Fleißiger üben sollen. Sein Meister nicht wird zufrieden sein. Verlieren gegen Weilo, unehrenhaft! Das ist er! Komm, das ist er! Du bist so, Tita! Tita! Du bist so, da, 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 da! Hey, da, 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 Ja, hätte fleißiger üben sollen. Sein Meister nicht wird zufrieden sein. Komm schon. Aha, das nicht passiert, wenn er im Stil des Tigers kämpft. Ja, wollte ich doch sagen, das war's doch. Oh, scheiße, lange gedauert. So, was soll ich jetzt machen? Abmarsch. Du kommst zu spät zur Arbeit. Hä? Mal könnte ich dem jetzt an über die Rübe hauen, aber das mache ich nicht. Hört mal, Mr. Galanti hat Vito heute freigegeben. Alles klar. Gewöhn dich aber nicht dran, Scaletta. Gut. Komm mit, Vito. Oh.
Trainieren wir noch ein bisschen? So ähnlich. Wart's ab. Morgen, Junge. Morgen, Mr. Galanti. Gibt's heute kein Training? Nicht direkt. Die Schwarzen haben uns herausgefordert. Aber ich will nicht riskieren, dass Pepe vor seinem großen Kampf gegen O'Neill was abkriegt. Am besten du springst ein. Wird eine gute Übung für dich. Komm schon. Oh, schon wieder, ey. Der Kerl, gegen den du boxst, ist ein zäher Hund. Aber nicht besonders helle. Kämpft mit dem Herz, nicht mit dem Hirn. Mach ihn wütend. Dann vergisst er seine Deckung. Das ist deine Chance. Okay, los geht's. Mach den Hände schon da. Dem weißen Schwuchtelpüppchen versohle ich den Hintern. Den prügel ich so durch, dass es seine Großmutter noch spürt. Eins ist klar. Ihr Bleichgurken verliert. Egal, ob er gewinnt oder verliert, das wird kein Zuckerschlecken für den Penner. Ach komm, Mann, da hat mich ja meine Oma schlimmer vermöbelt. Euer Weißbrot geht unter. Legt sich während der Arbeit auf die faule Haut. Oh Mann, wer hat dem das Boxen beigebracht? Leg los, Vito. Zeig den Rußköpfen, wer der Boss ist. Rußköpfe? Also. Jetzt pack ihn, Vito. Mach ihn fertig. Das ist deine Chance, Junge. Timing. Bevor der gewinnt, werd ich Präsident. Und nun?